Die Welt am Ball. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Die nächsten 4 Wochen sehen Sie alles zu unserer Heim-EM. Und morgen geht es ja endlich schon los. Deutschland, dann gegen Schottland. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber zuerst schauen wir mal auf die Stimmung im Land. Hier in Berlin laufen die letzten Vorbereitungen für die Fanmeile. Und in München auf der Theresienwiese wurde gestern schon ordentlich geschunkelt. Mark Forsters Hymne, genau richtig, um in Stimmung zu kommen. Auf dem Fanfest auf der Theresienwiese in München darf jetzt das Grölen geübt und das Warmschunkeln gestartet werden. Mit Hochkarätern wie Popstar Ed Sheeran oder Nelly Furtado. Rund 60.000 Feierwütige kamen auch wegen der Musik. Der Moment, für den du lebst. So langsam wird es auch ein bisschen aufgeregt, ja. Ich hoffe, wir schneiden diesmal was besser ab. Wetter ist auch ein Traum. Also nicht zu heiß, nicht zu kalt. Perfekt. Und der eine oder andere ist längst drin im neuen Märchen. Wir sind ja schon dabei. Wir sind ja mittendrin im Sommermärchen. Weil es an uns liegt, einfach Spaß zu haben, es zu genießen. So schnell geht es gerade einigen weiblichen Fans nicht. Jetzt müssen die Jungs auf dem Platz erstmal liefern. Wäre einfach mal wieder an der Zeit. Wenn die Jungs sich anstrengen, dann ja. Daumen drücken also und ab die Post. Schleusen auf fürs Fanfest auch in der Hauptstadt. Genau da, wo das große Sommermärchen der Heim-WM vor 18 Jahren gefeiert wurde. Am Brandenburger Tor. So soll es am besten auch dieses Jahr wieder sein. Und dann hoffe ich, dass die deutsche Mannschaft den ersten Platz macht in der Gruppe. Und dann hoffe ich mindestens mal auf ein Endspiel von der deutschen Mannschaft. Wir können Deutschland schlagen, sagen die Schotten in der Hauptstadt. Wer ist Deutschland, fragt dieses Pubertier. Okay, die sportlichen Messer sind gewetzt und die Polizei ist vorbereitet, mit einem besonderen Sicherheitskonzept Fanfeste im ganzen Land zu schützen. Wir haben 9,9 Millionen Euro extra nochmal für Drohnen, für Schutzkleidung. Alles das haben wir auch nochmal zusätzlich in die Hand genommen. Wir haben natürlich ein Sicherheitskonzept auch, dass die Leute, die hierher kommen, auch ihre Taschenkontrolle haben. Jetzt kann es nur noch losgehen. Der Startschuss für große Hoffnungen ist gegeben. Und unser Nationalmannschaftsreporter Christian Beilfuß ist in Herzogenaurach beim Quartier der deutschen Mannschaft. Christian, wie ist die Stimmung? Angespannt? Locker flockig oder gibt es noch was anderes? Es ist so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Das war gestern beim Training auch noch mal zu sehen. Es wird da sehr, sehr intensiv trainiert. Aber wenn man dann hinterher die Pressekonferenzen beispielsweise verfolgt, da sind die Spieler doch recht entspannt. Wir hatten vorgestern Toni Kroos. Ich meine, das ist natürlich Daddy Cool schlechthin. Der lässt sich da eh nichts mehr vormachen. Da kann ihn nichts mehr belasten. Aber ich denke, es ist eine konzentrierte Angespanntheit, die aber nicht negativ ist. Es muss der Bundestrainer auf den Youngster Alexander Pavlovic verzichten. Der muss krankheitsbedingt passen. Emre Can ist Nachrücker. Wie erklärt Nagelsmann denn diese Entscheidung? Ja, da gab es verschiedene Aspekte, die er dazu formuliert hat. Ganz wichtig für ihn war die Leistungssteigerung von Emre Can im Laufe der Saison, insbesondere in der Rückrunde. Da hat er mit Dortmund ja, wie wir alle wissen, im Europapokal sehr stark gespielt und bis ins Finale gekommen. Das war wichtig. Das zweite war wichtig, die Erfahrung. Emre Can hat über 40 Länderspiele, hat auch schon ein großes Turnier gespielt und Julian Nagelsmann geht davon aus, dass er sich ohne Probleme einfügen kann. Und der dritte und entscheidende Punkt für Nagelsmann war, er sagt, ich brauche einen weiteren Sechser, da gehen wir überhaupt kein Risiko ein. Und Thomas, du weißt, wie wichtig der Sechser ist. 1996 beim letzten Titelgewinn der Deutschen bei einer EM ging der Stern von Dieter Eils in der Nationalmannschaft auf. Du kannst dich erinnern, du standst direkt hinter ihm. Danke, Christian. Ja, er hat viel abgeräumt. Das kann ich an der Stelle nur bestätigen für mich. Da musste ich nicht mehr so viel tun. Also, jetzt begrüße ich ganz herzlich Feli. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Hi. Ich freue mich auf die nächsten Wochen mit dir. Ich freue mich auch auf die nächsten Wochen. Haben wir ja auch gerade gesehen. Die Fans freuen sich auch. Aber ich denke mal auch, dass bei den Spielern jetzt ein bisschen die Vorfreude steigt. Wir wollen mal ein bisschen auf Einzelne gucken. Ja, komm, wir gehen mal an die Video-Wall. Haben wir ja hier unsere schöne große Wall. Und da können wir gleich mal beginnen. Ja. Mit dieser Personalie hast du ja eben auch schon mit Christian drüber gesprochen. Pavlovic, der fällt jetzt aus. Aber die Frage ist natürlich, eine kleine Angina hat der. Erklär mir mal bitte, wieso muss ein junger Spieler, der doch eigentlich voll im Saft hat, wenn er jetzt eine kleine Angina hat, die gesamte EM ausfallen? Why?
Naja, er würde schon mal nicht alleine darauf verzichten. Da sind wir uns, glaube ich, einig, logischerweise. Ne? Ja. SDM, du hast es angesprochen, ganz neu dabei. Ach, das ist eigentlich ein tolles Erlebnis. Aber es ist natürlich so, Mandelentzündung wahrscheinlich, Medikamente, Antibiotikum nehme ich mal an. Ja, gehen wir von aus. Schwächen erstmal den Körper, dann ist immer gefährlich mit Belastung, du weißt, mit dem Herzen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Mediziner einfach gedacht haben, das schaffen wir nicht in der kurzen Zeit. Es wird einfach länger dauern. Und ich weiß auch nicht, wie schwer es ist. Entzündung im Körper, immer schlecht, auch für die Muskulatur. Und du fühlst dich einfach auch nicht gut. Also eine Sicherheitsentscheidung auf jeden Fall. Tja, und dann gucken wir mal, wer dafür nachrückt. Ja, das ist Emre Can. Findest du es eine gute Entscheidung oder hättest du dir lieber einen anderen gewünscht? Ich hätte jetzt nicht mit ihm gerechnet an erster Stelle, muss ich sagen. Wir haben ja bei der Nominierung schon diskutiert, warum Mats Hummels nicht dabei ist, aber warum auch Leon Goretzka zum Beispiel nicht dabei ist. Und ich finde, er kann nicht nur die Sechserposition spielen, er kann Achter spielen, er kann sogar rechter Verteidiger oder Innenverteidiger spielen. Also die Vielseitigkeit spricht aus meiner Sicht ganz klar gegen Goretzka. Für ihn. Für Goretzka, weil er alles spielen kann. Ja. Weil er alles spielen kann. Und er ist auch noch torgefährlich, sehr torgefährlich. Deswegen hätte ich ihn mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Bundestrainer eben nicht. Da ist die Entscheidung Daumen runter für Goretzka. Schauen wir mal, ob das dann auch die richtige Entscheidung war. Ja, und viel diskutiert wird natürlich auch immer über Torhüter. Gefühlt haben wir ja ständig eine Torhüterdebatte, muss ich sagen. Aber am Ende ist es dann doch immer Manuel Neuer, der dann da, jetzt steht er hier schön zwischen uns, Manuel Neuer, der dann doch wieder das Go bekommt vom Trainer. Woran liegt das, glaubst du? Ist das wirklich so, dass er tatsächlich einfach der bessere, der erfahrene Torhüter ist oder hat er einfach das bessere Standing? Wir müssen grundsätzlich mal sagen, auf der Torhüterposition haben wir überhaupt kein Problem. Das ist eher ein Luxusproblem, das muss man sagen. Aber ich glaube auch für die Abwehrspieler ist es wichtig, mit Manu spielen zu können, weil sie mit ihm einfach eingespielt sind. Du brauchst dahinter einen Torwart, du weißt genau, wie er tickt. Er steht ja auch immer sehr, sehr hoch. Das hatten wir gegen die Ukraine, wo er dann den Ball abfängt. Das ist für die Abwehrspieler auch ganz, ganz wichtig. Also ich kenne keinen Torwart, der so gut mitspielt wie er. Und ich bin sicher, dieses letzte große Turnier wahrscheinlich für ihn, das wird ihn nochmal richtig motivieren. So, jetzt packen wir nochmal den Kollegen Terstegen dazu. Ja. Eigentlich ja, doch auch ein Top-Torhüter. Ohne Frage. Warum hat man sich da tatsächlich nicht dafür entschieden, ihn zur Nummer 1 zu machen? Ich glaube, er hatte seine Chancen. Er hat sich vielleicht nicht, er hat nicht schlecht gespielt, aber auch nicht überragend, dass man so dachte, okay, der ist unverzichtbar. Ich denke, das ist ein bisschen das Problem. Er bringt ja auch Top-Leistungen. Aber nochmal, das Standing von Manuel Neuer ist einfach so hoch. Und ich glaube, es gibt eigentlich keine richtige Torwart-Diskussion. Ne? Wir spielen da so ein bisschen mit, weil Manu jetzt mal einen Fehler gemacht hat, auch im Halbfinale sah er nicht so ganz gut aus. Klar, aber man muss auf jeden Fall sagen, Manuel Neuer ist und bleibt ja auch ein Fan-Liebling. Und da sind wir jetzt auch gleich schon mal beim Thema Fans, ganz genau. Und da ist unter anderem unser Kollege Paul Klinzing. Paul ist ganz besonders unterwegs für uns. Paul ist auf einem Campingplatz, so wie wir das gerade erkennen. Paul, warum bist du auf einem Campingplatz? Erklär uns das. Was steht denn bei dir so in den kommenden 4 Wochen auf dem Plan? Ja, ich freue mich schon riesig auf die EM, denn ich darf mit diesem wunderschönen Camper durch ganz Deutschland touren und versuche dann natürlich auch spannende Interviews einzufangen. Ich bin gerade in Hamburg und es war gar nicht so leicht, hier einen Stellplatz zu finden, denn die Niederländer sind da. Wir wissen ja, am Sonntag ist das Spiel gegen die Polen und viele Niederländer campen auch gerne. Deshalb war es für mich ein bisschen schwierig, einen Campingplatz zu finden. Ja, ne? Nichtsdestotrotz geht es für mich dann morgen dann auch gleich weiter Richtung Bremen. Wieso Bremen? Da gibt es erstmal ein Kinder-Jugend-Turnier und da wollen wir natürlich auch von den jungen Fans erfahren, wer denn Europameister wird. Gleichzeitig darf ich aber auch den ehemaligen Trainer von Dennis Undaf auch interviewen. Also auf das Interview bin ich auch sehr gespannt. Und danach geht es für mich hauptsächlich bei den Gruppenspielen nach NRW. 4 Stadien sind ja dort. Eins unter anderem auch sehr spannend am Sonntag, nämlich die Engländer gegen die Serben. Also auf das bin ich auch sehr gespannt. Und ich werde mir dann auch da einen Campingplatz suchen und versuchen, ein paar Engländer-Fans und Serben-Fans zu interviewen. Und dann hoffe ich natürlich, Feli und Thomas, dass ich schlussendlich dann am 14. Juli mit diesem Camper wieder nach Berlin fahre und ich stelle mich dann irgendwo vor das Olympiastadion und hoffe dann natürlich, dass die Deutschen im Finale sind.
Ja, das hoffen wir natürlich auch, Paul. Das ist das erklärte Ziel. Aber es gibt ja tatsächlich so ein paar andere Mannschaften, die dieses Ziel auch haben und die uns da noch einen kleinen Strich durch die Rechnung machen könnten. Dankeschön für den Moment, Paul. Wir gucken mal auf die großen Superstars dieses Turniers, auf die anderen Mannschaften, die uns da eventuell auch noch mal gefährlich werden könnten. Und da gibt es natürlich CR7, die Lichtgestalt des portugiesischen Fußballs, allerdings schon 39, das ist schon eine Hausnummer, oder? Aber hast du mal gesehen, wie fit der ist? Der ist krass fit, und, ja. Und der lebt wirklich nur dafür, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe viele Anfragen gehabt, ob ich Karten besorgen kann für Portugal-Spiele, weil alle wollen ihn noch mal sehen. Jetzt ja, und ihn wollen sie natürlich auch noch mal sehen hier, ne? Kollege Kane, ja, die Engländer durchaus mitfavorisiert. Die Engländer sind einer mit der Favoriten, ganz klar. Die Defensive, sie haben endlich mal einen Torwart, sagt man übrigens auch. Nicht nur Harry Kane vorne, sondern auch einen Torwart. Also ob sie Elfmeter schießen können, wird sich zeigen. Das können die Franzosen allerdings gut. Mbappé auf jeden Fall ein sehr sicherer Elfmeterschütze. Die besten Einzelspieler, wenn du mich fragst. Aber das Ego der Einzelspieler ist so groß. Bin gespannt, ob sie ein Team werden können. Okay, und dann haben wir natürlich auch noch mal einen kleinen Superstar in unseren Reihen. Zumindest einer, der auch noch einer werden könnte. Er hat das Potenzial, absolut. Ja. Was er alles kann mit der Geschwindigkeit. Er hat einen guten Abschluss. Und auf ihn bin ich sehr gespannt, aber ich erwarte sehr, sehr viel von ihm. Jamal Musiala auf jeden Fall könnte der auch noch mal irgendwann mal so ein CR7 werden. Ja, dauert allerdings, dauert wahrscheinlich noch ein kleines bisschen. Ne? Da braucht er noch ein bisschen, bis er dann wirklich ein Altmeister ist. Und da sind wir schon wieder beim Thema Altmeister mit ein paar alt würde ich jetzt nicht sagen, ehemalig. Erfahren. Ja, danke schön. Mit erfahrenen Europameistern von 96 hast du tatsächlich gesprochen und hast mal gefragt, wenn sie denn eigentlich so favorisieren. Da hören wir mal rein. Irgendwer wird Europameister 2024. Stand heute vorm Turnier England. Ich hoffe Deutschland. Der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir wieder einen Titel brauchen. Und ich drücke unserer Mannschaft, den Trainern und uns deutsche Fans die Daumen, dass wir es schaffen, Europameister zu werden. Ich sag mal Frankreich, Geheimtipp Deutschland. Realistisch gesehen habe ich irgendwie im Gefühl einfach, dass die Engländer dieses Jahr irgendwie dran sind. Zum 800. Mal ist wieder Geheimfavorit ist Belgien. Nur ich glaube, dass es diesmal eher klappen kann als bei den Turnieren davor. Und ich sehe auch die Österreicher in der Außenseiterchance. Dann sind die Topfavoriten Frankreich, England, Spanien, Portugal. Einer von den vieren. Und jetzt kommt der Hammer. Ich sage England. Jürgen, wer wird Europameister 2024? Deutschland. Ich habe so einen kleinen Geheimfavoriten, das sind die Holländer. Ich habe mir mal so den Kader angeschaut. Sie haben ja auch 1988 bewiesen, dass sie in Deutschland Europameister werden können. Ich sehe jetzt nicht den klaren Top-Favoriten, wo man weiß, okay, gegen die hast du normalerweise keine Chance. Also es ist sehr ausgeglichen. Und ich tippe dieses Mal, und diesmal schaffen sie es, die Engländer. Wenn alles gut läuft, wir gut reinkommen ins Turnier, man kennt das ja, machst das erste Spiel, machst du das gut, gewinnst souverän, dann kann man ja so auf so eine Wolke kommen, wie wir das immer gesagt hatten, und 96. Also wir. Na klar. Danke. Sehr schön. Willi, vielen Dank. Bis hierhin. Ja. Und ich begrüße ganz herzlich tschüss. Erstmal hallo. Hallo und tschüss. Hallo habe ich viel draußen gesagt. Wir sehen uns gleich noch. Jimmy Hartwig ist da. Jimmy, herzlich willkommen. Danke. Morgen geht's los. Ja. Was hättest du jetzt so einen Tag vorm Spiel gemacht? Manche brauchen Ruhe, manche brauchen Action, Gespräche, keine Ahnung. Na, ich hätte mich zurückgezogen. Ja? Bei mir ungewohnt, ich weiß. Aber ich hätte mich deswegen, natürlich. Ich hätte mich zurückgezogen und in mich gegangen, und weil ich immer sehr nervös gewesen bin. Also ungefähr so 20 Minuten vorm Spiel wäre bei mir nur noch mehr Ruhe angesagt. Aber zurückgezogen, fokussiert, hätte mir meinen Gegenspieler nochmal angeschaut. Die Mannschaftssitzung ist ja schon vorbei gewesen. Ich hätte mir den Gegenspieler angeschaut. Wie spielt er so? Wie kann ich ihn packen? Mhm. Das sind so meine Gedanken gewesen vor so einem Spiel. Mhm. Was glaubst du, wie viel Harmonie braucht man bei so einem Turnier? Viel. Ja. Ganz groß. Also wenn das, aber das klappt doch nicht immer, ne? Na, du hast ja gesehen gegen die Griechen. Hast ja gegen die Griechen gesehen. Man hat gesagt, jetzt habe ich so vorher unentschieden gespielt, jetzt muss was kommen gegen die Griechen. Es kam nichts.
In der zweiten Halbzeit kam was, da hat Nagelsmann den Umkleideraum vorher gegeben. Mhm. Die Harmonie ist ganz wichtig. Und was du gerade der Mannschaftsaufstellung da gesagt hast, ich hätte auch den Goretzka mitgenommen. Das wurde ein anderes Thema. Der Goretzka wäre für mich der Mann gewesen. Warum? Weil der kann, wie du gesagt hast, er ist vielfältig einzusetzen. Mhm. Der ist ein Spieler, der fokussiert, der geht ans Spiel, der will machen, der will tun. Bei unserem Dortmunder habe ich das Gefühl, wenn da wieder einer kommt, tut ein bisschen provozieren, geht's wieder zur Sache, flippt er aus. Aber das ist Sache von Herrn Nagelsmann. Aber ich würde sagen, das hat er falsch gemacht. Und mir tut es leid für den jungen Spieler. Mhm. Ich habe früher auch gespielt mit kleiner Halsentzündung. Ich weiß, aber heute ist ja, wenn du... Bei dir, absolut. Wenn du heute was nimmst, heißt es ja Doping gleich. Genau. Und der junge Kerl muss geschont werden. Aber wenn er so reagiert, dass er, wenn er eine kleine Erkältung hat, ihn wegtut, dann hätte er bestimmt auch eine Rolle gespielt bei ihm in der Mannschaft, glaube ich mal so. Sonst hätte er gesagt, bleib hier, tu dich mal auskurieren. Mhm. Also ist alles ein bisschen komisch, was da bei der Nationalmannschaft gerade abgeht. Aber wir werden sehen morgen Abend gegen die Schotten. Und ich hoffe, dass wir gewinnen. Weil es geht ja nicht etwas um den sportlichen Erfolg, sondern was in unserem Land gerade passiert. Wenn die jetzt noch verlieren würde gegen die Schotten, Gottes Willen, es ist ja, weil wir grausam gewesen. Eröffnungsspiel ist sowieso immer das Wichtigste, um in ein Turnier reinzukommen. Da musst du, wie du schon gesagt hast, Mannschaft sein, kompakt sein, zusammenhalten. Und wenn sie das machen, ja dann... Wer sind denn die für dich vorangehen müssen morgen? Es ist der Mann, den wir meistens schimpfen immer, über Neuer. Daniel Neuer ist Fels in der Brandung, da gibt es nicht hin und her. Aber von hinten hat er nicht so viel Einfluss. Ja, aber ne? Aufs du kennst Spiel, es ne? ja von hinten. Nein, von hinten hat er nicht viel Einfluss, aber er kann die Ruhe, er kann dir das weitergeben. Das ist immer so wie eine Welle. Der Tormann gibt es hinten in der Abwehr weiter und die Abwehr sagt, pass auf, der Post da hinten, pass ein bisschen links auf, pass ein bisschen rechts auf. Das ist ein bisschen eine Welle. Jedes Teil muss mitspielen und weitergeben. Mhm. Und dann ist da drin. Was sind die anderen Wellen? Die andere Welle ist von Musiala. Mhm. Das ist, glaube ich, letztes Mal habe ich hier schon gewesen, wie gesagt, das ist unser Weltstar, in ein paar Jahren Weltstar, was der alles kann am Ball. Also wenn wir dagegen den gespielt hätten, hätte er einen Kreislaufkollaps gehabt. Ja. Hätte uns richtig vorgeführt. Im Mittelfeld kannst du, ja. Ist es Toni Kroos für dich? Toni Kroos tut mir leid, weil der ist Ronaldo, Messi, der ist alles in einer Person. Und jetzt irgendjeder, das ist der Heilsbringer, das ist Messias. Jetzt sind wir Europameister, Jetzt werden wir Europameister. Ja. Aber du weißt ja, wenn ich weiß, ich muss gegen den Klose spielen, dann gibt es von der ersten Minute aus geht's zur Sache, um dem aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn sie das schaffen, dass er immer in Bewegung bleibt, dass kein Spieler ihn packen kann, und er tut den tödlichen Passspieler, er ist einer der besten Spieler, es gibt Real Madrid, er hat alles geholt. Dann und er kann mit dem Druck umgehen. Kann das ein Musiala schon? Ja. Auf dem Niveau? Dieser Kerl ist so, also Entschuldigung, dass ich das Wort gebraucht, der ist so abgewichst. Da sind dem alle schon so reif, so toll. Der geht zur Sache. Und wie war es bei dir in dem Alter? Habe in die Hose geschissen. Aus, fertig. Ja? Da war ich ja nicht so reif. In 18 Jahren, da bin ich froh gewesen, wenn ich vom Sigi Held gestanden habe und gesagt, darf ich mittrainieren? Weißt du, heute gehen die hin und sagen, Kollege, alles klar, machen wir das. So ist das halt im Fußball heute. Das sind ganz andere Generationen. Ja. Führungsspieler brauchen wir? Auf jeden Wer Fall. Ist das? Du hast gesagt, Neuer, klar. Der Neuer, Große, ja, dann kannst du, das ist jeder ein Führungsspieler für mich. Wenn du in der Nationalmannschaft spielst, da gibt es halt noch Führungsspieler hin und her. Da gibt es eine Mannschaft. Da müssen alle mitziehen. Wenn ich den deutschen Adler hier auf der Brust habe, ich kann mich immer wiederholen, dann gehe ich in das Spiel rein und renne, bis mir das Blut aus den Socken kommt. Und das zu Hause. Erstes Spiel in München. Wunderschönes Wetter, die Berge, die Luft ist schön. Oh Gott, die Berge. Es gibt auch Föhn da. Ne? Vergiss aber nicht. Da kennen die meisten die Schotten damit umgehen. Ja, das stimmt. Also von daher sagst du? Wir gewinnen 2-0. 2-0? Ist ja. Tipp? Ja. 2-0. Ja, 2-0. Wäre doch schön. Wenn nicht, dann, dann habe ich die Popokarte wieder gezogen. Dann hast du die Popokarte gezogen. Ich glaube, es gibt nicht mehr falsch. Was hast du getippt? Ich würde 3-0 sogar sagen. Nicht schlecht, oder? Willst du noch die Torschützen nennen? Oh, das war noch geiler. Ja, komm. Musiala. Das war klar. Und Musiala. Musiala und Freistoß Groß. Oh, okay. Na gut. Der kann's. Ja. Jimmy, wir werden das überprüfen. Du wirst ja bin dabei. Hier sein. Ja, du bist bin dabei. Dabei ja. Wo fieberst du morgen? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mit meinen Enkelkindern, mit meinem Sohn, ich weiß es nicht. Oder ich war eingeladen, ich weiß nicht. Aber mich lädt ja niemand ein, ich bin so böse. Insofern ist das nicht. Du bist nicht böse. Na doch, ich bin manchmal. Mich hast du nicht weggegrätscht hier und alles. Ja, normal hätte ich es gern gemacht, aber ich habe mich zurückgehalten. Darfst wiederkommen. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank bis hierhin. Ja? Ja, danke. Und ich hoffe, wie du, morgen auf einen Sieg. So, am vergangenen Sonntag bereits hat in Garmisch-Partenkirchen der Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Auftaktspiel seine Zelte aufgeschlagen und ist dort ein gern gesehener Gast. Was auch daran liegt, dass manche
manch Einwohner schottische Wurzeln hat. So ist es. Gewinnen wird aber Deutschland. Das morgige Spiel haben lokale Experten, unserem Reporter Steffen Schwarzkopf, erzählt. Das mit dem Jubeln klappt schon mal ganz ausgezeichnet. Und auch das Kurzpassspiel läuft wie am Schnürchen. Nur die Sache mit dem Geheimtraining, die ist wohl noch verbesserungswürdig. In Garmisch-Partenkirchen gibt es dieser Tage einige ungewünschte, aber glückliche Beobachter. Dank des quietschbunten Teambusses ist auch schwer zu übersehen, wo die Mannschaft von Trainer Steve Clark gerade ist. Apropos Steve Clark, der gibt gerne Autogramme und auch die Spieler selbst nehmen sich hier zu Füßen der Zugspitze jede Menge Zeit für die einheimischen Fans. Die beiden Herren hier rechts im Bild sind übrigens auch Schotten, leben aber in Garmisch. Wen hast du bisher bekommen? Also bekannte Personen wahrscheinlich Robertson, Gilmore, G. Adams und Angus Gunn. Wir waren nicht sicher, ob es überhaupt klappt, ob die hier wirklich jetzt Training aushaben. Und die waren sehr nett, haben Zeit genommen, Unterschriften gegeben. Also es hat definitiv gelohnt. Okay, vielen Dank. Gleich nebenan trainiert derweil der Nachwuchs vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Die E-Jugend und die Bambinis. Die Kids zwischen 6 und 9 Jahren arbeiten noch am Das Runde muss ins Eckige. Expertenwissen zum Spiel Deutschland gegen Schottland haben sie aber bereits jede Menge. Ich sag, Wirtz schießt ein Tor und vielleicht noch der Müller. Mhm. Ja. Mhm. Und am Ende gewinnt Deutschland 2-0. Ja, vielleicht machen die Gegner noch ein Gegentor. Okay, aber damit können wir auch leben, ne? Ja. Emils Worte in Gottes Ohren. Hauptsache gewinnen, keine Gastgeschenke verteilen. Auch wenn die Schotten in Garmisch-Partenkirchen bei den Kleinen und den Großen willkommen sind. So, und wir gehen nach München vors Stadion, vor die Allianz Arena. Dort steht Steffen Schwarzkopf. Hallo Steffen. Hallo Thomas. Du hast ja ein Bild von der schottischen Mannschaft gemacht, aber natürlich auch von den Fans. Wie viele sind wirklich im Schottenkilt, heißt es, glaube ich, unterwegs? Also wir haben ja die Zahlen vorher gehört, bis zu 200.000 Schotten, die München hier bevölkern sollen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da der ein oder andere vielleicht doch ein bisschen übertrieben hat. 200.000, noch sehe ich sie nicht, noch sehe ich keine Schottenröcke, noch sehe ich keine nackten Männerbeine. Aber Zehntausende werden es auf jeden Fall werden. 10.000, exakt 10.000 Tickets sind an den schottischen Verband gegangen. Das heißt, 10.000 von 66.000 Zuschauern hier hinter mir werden dann mit Sicherheit auch den Schotten die Daumen drücken. Ich glaube aber von der Stimmung her und von der Stimmgewalt her sollten die deutschen Fans in der Überzahl sein. Das lief ja bei den letzten beiden Testspielen in Gladbach und in Nürnberg schon ganz hervorragend. Da sind die Fans auch mitgegangen, was wir bei den letzten Europameisterschaften, auch Weltmeisterschaften so nicht erlebt haben. Aber da ist eine ganz andere Stimmung, gerade auch bei den deutschen Fans drin. Und ich habe noch mal mir so ein bisschen die Zahlen angeschaut. Und diese Zahlen, die machen eigentlich Mut. Wenn wir in die Historie der Europameisterschaften blicken, habe ich gesehen, 27 Siege für die Deutschen, 78 Tore, 6-mal standen wir im Finale, 3-mal sind wir Europameister geworden. Kein anderes Team Europas hat so eine wirklich Erfolgsvita. Also insofern gehe ich mit euren beiden Tipps mit. 2-0 und 3-0 habe ich gehört. Ich bin auch bei einem 2-0 morgen Abend hier gegen Schottland beim Auftaktspiel. Was du gerade nicht gehört hast, wir haben natürlich auch getippt, was du untenrum anhast. Kannst du uns das mal zeigen? Das habe ich jetzt nicht ganz gehört. Vielleicht wollte ich das auch nicht hören. Also ich bin sportlich elegant hier, wie man sieht. Morgen kommt aber das Deutschland-Trikot dazu. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Wir werden auch im Stadion sein, allerdings als Pressevertreter. Was darfst du als Pressevertreter nicht machen auf der Pressetribüne? Mit einem Trikot und einem Bier da sitzen und laut grölen mache ich natürlich nicht. Ich werde das ganz objektiv betrachten und dann innerlich, glaube ich, auf jeden Fall dann doch jubeln, wenn es für Deutschland in die richtige Richtung geht. Steffen, dann sagen wir danke für heute und viel Spaß, ne, mit den Schotten, wo immer du dich rumtreibst. Ja, und ich finde, morgen kann er sich dann schon mal so ein Röckchen anziehen, ja, oder Steffen? Ich glaube, das, würde dir stehen, auf jeden Fall. Ich denke drauf rum. Nicht so lange.
Ach gut, herrlich, ne? Ja, so, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja. Die Fans sind gut drauf, die Mannschaft ist gut drauf, unsere Kollegen sind gut drauf, wir sind gut drauf. Eigentlich kann gar nichts mehr schief gehen, oder? Timmy hat gedacht, das Wetter wird auch gut. Ja, also, was soll eigentlich passt passieren, doch sag mal, oder? So, dann hoffen wir noch, dass Sie auch gut drauf sind, genau, dass Sie Spaß haben an dieser Sendung und dass Sie dann auch morgen wieder einschalten. Bis dann. Wir sind morgen wieder für Sie da. Also, schönen Tag.